Hallo und willkommen hier zu einer weiteren Aufnahme von Boto Nicola. Ich habe das wieder gleichzeitig im Livestream gemacht, weil ich da so einen kleinen Max dabei habe. Hallo Max. Bin ich klein. Und zum ersten Mal bei KPLP mit Facecam. Dam dam da. Da da da. Hier so, ne? So. Und ich habe auch den Chat vom Dingens offen, also wenn ihr jetzt öfter mal, ich kann Twitch mal verlinken, wenn ich jetzt öfter mal Boto Nicola aufnehme mit Gast, werde ich höchstwahrscheinlich, ich muss mal so ein bisschen, da ist die Kamera und da ist der linke Monitor, wo ich spiele und da ist der rechte Monitor, wo ich alles sehe, werde ich öfter mal hier das anmachen, also wenn ihr dann bei so einer Aufnahme live dabei sein wollt, mitbestimmen wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr dann auch im Twitch-Chat einfach mal schreibt. So, wir spielen weiter und ich hoffe, dass die Fenstergröße ausreicht und wir werden jetzt von rechts nach links alles nochmal durchsuchen. So, fangen wir hier an. Ich hatte mich nämlich ein bisschen... Kann ich den noch anklicken? So, hier ist echt gar nichts mehr. Der Typ, der weint und ist vorbei. So, hier habe ich schon eine Milliarde mal gedreht. Passt ja zum Morgen. Halloween. Ja, wir haben heute übrigens den 30.10. Morgen ist Halloween, 31.10. Diese Aufnahme wird wahrscheinlich am 1. November online kommen oder morgen früh schon. Mal gucken. Ich kann noch so ein paar Mal klicken. Ah, jetzt habe ich hier so eine Geschichte freigeschaltet. Was ist das denn? Worauf kann ich ihn da noch klicken? Naja, gut, ist auf jeden Fall eine Errungenschaft. So. Ja, was hier zu machen ist, weiß ich ja immer noch nicht. Es dreht sich und dreht sich zum x-Mal und das hatten wir auch schon so oft und... Eieiei. Ist das eine Zwiebel? Was ist das hier vorne? Aus. Eine Eichel. Ach so. Soweit ich weiß. So, dieser Raum, den waren wir, den haben wir auch schon relativ weit geschafft, aber hier war jetzt auch nichts mehr, was man klicken konnte. Ich meine, wir haben ein Foto gemacht, wir haben den immer wieder auf und zu gemacht. Die Feder haben wir benutzt. So, gucken wir hier mal weiter. Spielen die da so? Sind das so, wie heißt es, Rasseln? Nee, das sind so, irgend so ein Zeug vom Ball, also sind alles so Baumdinger, so Eicheln. Das ist genau. Okay. Ich muss halt jetzt gucken, ob ich noch irgendwo was machen kann. Weil der Ziel ist momentan, ich muss so noch drei Hühner finden, die hier irgendwo sein sollen. Das habe ich schon gemacht. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Hier scheint aber auch nichts mehr zu sein. Und ich gehe jetzt einfach mal hier so ein bisschen noch durch. Na, ich brauche jetzt gerade ein bisschen lange zum Laden. Das haben wir auch alles schon gemacht. Okay, das geht nicht im Fenstermodus. Das ist natürlich dann schlecht. Das heißt, du kannst mir gar nicht richtig helfen. Nope. Hier brauchen wir, glaube ich, noch mehr Geld. Hatte ich mal geguckt gehabt. Hier, da bin ich halt. Sehr schön. Das war mehr Zufall als alles andere. Glück. Glück muss man. Anfängerglück. Anfänger ist gut. Das war auch ein sehr, sehr schöner Raum. Der hat mir sehr gut gefallen, dieser Raum. So einen anderen Raum. Ich meine, hier könnten wir ja nochmal.
Naja, gut, lassen wir das einfach mal weg. Bringt uns nichts mehr. Da haben wir ja das, was wir haben wollten, eigentlich schon gekriegt. Wo war ich denn jetzt noch nicht drin? Waren wir da schon drin? Nee. Was ich aber gesehen habe, man konnte hier jetzt, wie beim letzten Mal nämlich nicht gemacht. Da ist nämlich was. Sammeln wir direkt mal auf. Wir werden hier jetzt auch noch alle anderen Bilder auch noch kontrollieren. Was geht nicht? So, alles drehen und wenden. Das war es dann auch schon wieder. Und zwar damit gehen wir jetzt wieder zu diesem Regenhaus. Das wir natürlich jetzt erstmal wieder finden müssen. Was ist denn jetzt los? Party. Voll die Party. Ah, hier. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir das da noch reinschmeißen. Was gibt jetzt? Mehr Regen! Scheint immer noch nicht genug zu sein. Oh, hier waren wir schon. Da gab es noch ein Haus, wo wir mal rein müssen. Nein, das ist jetzt gerade das Problem. Ich weiß halt nicht mehr, wo wir alles schon waren. Hier waren wir schon. Muss das alles ein bisschen jetzt durchsuchen. Ich suche gerade und suche gerade und suche gerade. Gucken wir hier rein. Ich glaube, da war das. Ah, guck mal, da ist nämlich auch noch eine Münze. Da sehen wir sie. So. Okay, und dann, wo ist jetzt das Regenhaus gewesen? Da nicht. Max, der lacht sich wahrscheinlich gleich kaputt, wie ich immer in die gleichen Häuser gehe. Der sieht das Ganze ja verzögert und hört mich aber. Ich glaube, ich muss mich auch ein bisschen anders hinsetzen, damit ich besser in der Facecam bin. Also, das ist für mich noch sehr, sehr ungewohnt, die Geschichte mit der Facecam. Und ja, das ist jetzt auch einfach nur ein Versuch, ob euch das überhaupt gefällt. Sollte euch das nicht gefallen, werde ich die nicht mehr benutzen. Also wenn ihr ganz klar sagt, lasst die Facecam weg, dann werde ich es lassen. Großteils habe ich die eingesetzt wegen morgen. Morgen machen wir den Halloween-Spezial-Livestream. Und für die Horrorspiele, die ich dort zocken werde, eins fehlt noch. Ach, welcher? Wo ist dieses eine noch? Da, ein einziger fehlt noch. Gucken wir mal da hinten nochmal. Ein einziger beschissener Wichser fehlt hier noch, ey. Was ist das? Ah, und eine Errungenschaft freigeschaltet. Ist ja auch mal geil. Ding. Naja, gut. Das sind ja diese kleinen Mini-Geschichten, die man hier machen kann. Ich glaube immer noch. Motze! Was soll der Scheiß? Wie soll ich denn da jetzt durchkommen? Das ist neu, also. Gucken. Ah, da ist. Das ist aber heftig. Hier ist so eine Art Labyrinth jetzt, oder was? Wie war das? Da gibt es ja so eine Theorie. Immer links langlaufen, bis es nicht mehr geht. Machen wir das doch einfach mal. Dann einmal wieder geradeaus und weiter links laufen. Normal ist es auch die Theorie, ja nicht mit nach rechts, dass du halt einen Weg nach dem anderen abgehst.
Also ich kenne halt immer, normalerweise geht man immer nach links, bis es nicht mehr geht. Danach geht man immer nach rechts und so weiter. Und das hat ja funktioniert, ne? Naja. Okay, und wir haben dieses Ei gekriegt, was wir brauchen, wegen dem Voodoo-Typen, der uns meinte, hier mach mal hier, ne, Ei und so. Aber den Voodoo, da ist der Voodoo-Typ. Der Der Voodoo-Typ. Voodoo-Typ. Dann wollen wir mal gucken. Und jetzt? Stimmt ja, man muss ihm den bestimmt geben. Ei, 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 ei. Ein Ei. Was mache ich jetzt mit dem Ei? Kannst du doch einen Huhn draus sicherlich machen. Ja, aber wie? Das ist die Frage. So rein theoretisch. Also ich kann jetzt mal in den verschiedenen Räumen gehen. Also ich weiß, dass hier unten ist ein Raum, da haben wir noch nichts gemacht. Da können wir auch nichts machen. Also ich kann jetzt hier mal so durchgehen und gucken, ob ich bestimmte Sachen. Ah, hier kann ich was verwenden. Ah, bestimmt so. Und da ist unser Hühnchen. Tada, wir haben alle. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Explodiert gleich alles. Jetzt muss man gucken. Also ich gehe mal davon aus, du bist in deinem Spiel da drin, oder? Ja, jetzt solltest du gucken. Jetzt wird es ziemlich interessant. Dessen werde ich mal was trinken. Es sieht aus wie Pigments. Das wäre auch nochmal cool. Pikmin Let's Playen. Dann müsste ich mal die Wii, also Pikmin 1 und 2 hätte ich ja. Ja. Oh Mann, haben die sich jetzt echt geopfert wegen so einer blöden Eichel? Seid ihr eigentlich alle Banane oder was? Ihr seid doch dumm. Wärt weg gewesen. Manometer. Schrecklich, die Viecher. Einfach mal anstupsen und schauen, was passiert. Und so übersetzen kann ich es gar nicht. Also wir gehen das mal einfach nach. Warum kann ich das machen? Warum kann ich die Gehirne hin und her schieben? Sieht echt jedes Mal so aus, als ob so ein Gehirn aufbläst. Ah ja. Sieht echt crazy aus. Tss. Lol. Muss doch irgendwas hier machen, nein. Okay, das Kind fängt an zu weinen, die Mama rennt weg. Ach ne, die holt was. Hauptsache, der Lolli ist größer als das Kind. Was passiert da nochmal? Scheiße. Mist, das kann ich jetzt nicht überspringen. Aber da unten holt ihr irgendwas. Okay, ich glaube, dann heißt, wir sollten mal runtergehen. Komm. Wir gehen mal unten gucken, was sie denn da holt. Ich glaube, diese Teile hier. Klaut ihr da einfach? Blöde Schnepfe. Hier ist klar, ich will das nehmen. Hallo? Macht er das jetzt mit jedem Ding?
komische Bilder immer. Sich dadurch da jetzt was verändert? Nicht wirklich. Okay, dann gehen wir doch einfach mal weiter links. Hallo? Ich glaube, ich muss jetzt irgendwie momentan diese Blöcke da reinkriegen. Irgendwie mache ich jetzt gerade ein Gehirn kaputt oder was? Mhm. Geht ja gar nicht mehr anders. Okay, ich hab's geschafft. Oh, du nimmst Klärchen. Ah. Wie geil. Der ist mal cool drauf. Na ja, gut, der dreht sich nicht mehr. Okay, dann bauen wir mal die ganzen Planeten hier auf. Das ist die Erde. Wie sie entstand. Jeder blockt einfach aus der Erde. Das Alien finde ich viel geiler. Es pupst und dreht sich. Echt, haben wir, sag mal, ist eigentlich momentan hier die. Das ist auch in Ordnung mit dem. Mit der Facecam? Sieht man da alles vernünftig? Jo. So entstanden die Aliens. Okay, ich glaube, wir haben hier alles erledigt. Irgendwie aber glaube ich das nicht. Da kann man noch irgendwas machen. Ich habe irgendein Samenkorn gekriegt oder so. Na gut, komm, dann gehen wir erstmal weiter. Okay. Ich glaube, ich muss mich ein bisschen beeilen. Na, komm jetzt. Das erinnert mich so an meine Kindheit. Da gab es früher mal so ein Spiel mit so einer Laserteil. So ein Elektrospiel. Man durfte nicht an die Elektrostrebe kommen. Wenn man da dran kommt. Heißer Draht. Ja, heißt das? Heißer Draht. Ah, heißer Draht, genau. Mhm. Ich weiß ja nicht, wie viele von euch das noch kennen. Ich meine, das war früher bei einer Fernsehserie, die zu der Zeit mit Harry Weinfurt noch gelaufen hat. Wie hieß die nochmal? Ich hab's echt vergessen. Weiß ich jetzt auch nicht. Muss ich jetzt abhauen? Ich sollte. Oder nicht? Mit Harry Weinfurt hat das damals gelaufen. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Also auf jeden Fall hat der zu der damaligen Zeit war das schon immer sehr, sehr lustig. Was ist das? Okay, man sieht hier immer so komische Sachen aufplöppen. Vielleicht oder heißt es, was da gibt. Wasser oder so. Genau. Jump ein paar Mal auf den Viechern rum. Okay, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir müssen bestimmt irgendwas in der. Was ist das? Okay.
Jetzt kriegen wir so eine kleine Erklärung. Also man hat hier die verschiedenen Symbole scheinbar. Und da müssen wir nach Folgen bestimmte Aufgaben wahrscheinlich erfüllen. So könnte ich es jetzt zumindest deuten. Möchte. Gehen wir doch mal da lang. Und da waren wir doch schon. Was ist das? Ich möchte das Teil hier haben. Geht scheinbar nicht. Kann ich vielleicht irgendwas hier verwenden? Wahrscheinlich nicht. Oh nein. Ich ahne Böses, wenn ich jetzt da reingehe. Ich werde es mal versuchen. Ich habe es mir gedacht. Man kommt wahrscheinlich immer wieder woanders aus. Okay. Ah. Wie geil. Oh nein, das muss ich wieder rausfinden. Ich glaube, runter war das, oder? Ja, und jetzt nach rechts. Ja, gut. Dann gehen wir mal nach oben. Wolken. Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen. Lol.